2018 kämpften sie um den Praterpokal in Wien. Demolition Davis hat diesen gehalten und verteidigte ihn gegen Peter White in einem 19 Minuten langen, beinharten Match. Am Ende konnte sich der Wiener Peter White durchsetzen und den Pokal für sich gewinnen. Doch nun ist es soweit. Powerslam präsentiert. Peter White hat die Herausforderung angenommen und kämpft erneut gegen Demolition Davis im Hauptkampf am 21. September 2019 in Reisenberg. Tickets gibt's unter prowrestling.at. Und herzlich willkommen aus Reisenberg im wunderschönen Niederösterreich, Bezirk Baden. Und wir sind hier bei Powerslam, beim Main Event, beim Hauptkampf des Abends. Demolition Davis, das Superschwergewicht. Er kommt aus dem Norden von Deutschland. Und er hat eine Geschichte zu Peter White, denn 2018 hat Peter White ihm den Praterpokal, den er 2017 gewonnen hat, abgenommen im Hauptkampf vom Praterkitchen 2018. Und heute stehen sie zum ersten Mal wieder im 1:1 Einzelkampf gegenüber. Und man muss ganz ehrlich sagen, er kommt nie wirklich gut an beim Publikum. Und auch hier in Reisenberg, wobei hier in Reisenberg sind die Leute eher schockiert, als dass sie ihn hier zujubeln oder auch ausbuhen. Er hat eine Kampfansage gehabt. Er wird Peter White zerstören, meinte er. Er wird alles geben, um hier nicht mit einer Niederlage nach Hause zurückzukehren. Und jetzt kommt sein Gegner, Peter White, der amtierende Praterpokal-Champion. Und da ist er. Und er ist schon angeschlagen. Er hat heute schon von Demolition Davis eine Attacke hinnehmen müssen bei der Ringerparade. Ich bilde mir ein, er humpelt auch leicht, aber das Publikum steht total hinter ihm. Er hat einige Probleme, ist nicht mehr ganz fit. Aber das Publikum ist da und er ist da. Das ist wichtig. Er muss fokussiert sein, er muss
hier wirklich drauf und dran bleiben, um gegen Demolition Davis bestehen zu können. Da gibt es auch viele Team White T-Shirts im Publikum. Ja, da ist er immer wieder voll dabei bei den Fans. Und er braucht auch die Unterstützung gegen so ein super Schwergewicht wie Demolition Davis. Auch Mirza Jahic hier im Publikum, der erfolgreiche E-Sportler. So, und jetzt geht's in den Ring. Die österreichischen Farben: Rot, Weiß, Rot, hier mit den Seilen gut präsentiert. Da holt er sich nochmal den Support vom Publikum. Und Demolition Davis scheint hier doch fokussierter zu sein. Das ist halt der Nachteil von Peter White jetzt in diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt. Einerseits holt er sich die Motivation vom Publikum, den Support, auf der anderen Seite ist er vielleicht nicht zu 100% fokussiert. Für den ersten Main Event in der Geschichte von Power Slam Wrestling. Und dieses Match ist angesetzt auf einen Fall. Zu meiner Lieben aus Hasdorf mit einem Gewicht von 404 Pfund, Demolition Davis! Und zu meiner Rechten, er kommt aus dem Bezirk Baden mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, Peter White! Es geht los. Ich habe den Ringsprecher noch aussprechen lassen, die Ankündigung. Und jetzt geht's los. Und da ist fast schon genau das, was ich gesagt habe. Nämlich Demolition Davis ist komplett fokussiert und läuft hier auf Peter White zu. Gibt ihm ein paar harte Schläge und schickt ihm jetzt gleich zweimal in die Ecken und bleibt dran. Peter White ist komplett überfordert hier. Der war da noch beim Publikum, der war noch nicht im Kopf bereit und das hat Demolition Davis natürlich ausgenutzt. Wird da angezählt im Seil bzw. in den Seilen oder in der Ecke, darf man den Gegner bis zu 4 Sekunden bearbeiten. Dann muss er raus und wieder ist der Ringrichter Michael Schweiger hier. Whipping in die andere Ecke, hart geht er da hinein. Was ist los? Davis läuft an. Oh, Avalanche, aber Peter White ist ausgewichen. Vorarms, aber er ist angeschlagen. Naja, das sieht man. Deiner Schlag hat so eine extreme Wucht von Demolition Davis. Da verpuffen die 3-4 Schläge von White und jetzt steigt er hier mit beiden Beinen auf den Kopf von Peter White. Oh Mann, oh Mann. Also der muss jetzt einstecken. Davis kann ihn hier fast gar nicht hochziehen. Neck, hold. Und auch das geht stark auf die ganze Muskulatur beim Nacken. Das Publikum unterstützt hier. Peter White, feuern ihn an. Der kommt nach oben. Wieder ein Schlag an die Brust- bzw. Halsgegend. Whipping. Jetzt taucht er durch. Taucht nochmal durch und Clothesline, aber auch die verpufft etwas. Zweite Clothesline, die sitzt schon eher. Und jetzt mobilisiert er all seine Kräfte. Dritte Clothesline. Oh, Bodyslam-Ansatz, aber das kann er sich leider abschminken. Geht extrem auf den Rücken. Und Davis ist wieder da. Oh. Throat Cut, ja, an die Kehle von Peter White mit beiden Händen. Whipping und ein Avalanche. Wie ein Splash nur im Stehen hier, drückt er
Peter White zu Boden. Und das kann er mit seinem Körpergewicht. Und er ist auch sehr kräftig. Das Publikum ist allerdings nicht auf seiner Seite. Er hat auch schon bei Strongman-Wettbewerben mitgemacht, unter anderem in Tulln letztes Jahr, wo er anderen wirklich gezeigt hat, was er alles drauf kann und dass er nicht nur Wrestler ist, sondern auch ein verdammt starker Strongman. Peter White kämpft zurück, gibt ihm hier ein paar Watschen, wie es scheint. Und jetzt Vorarms, da bleibt er jetzt dran. Aber er ist schon angeschlagen. Kein Wunder nach diesen Attacken am Anfang. Viele Schläge jetzt. Nochmal, da geht's dran. Ja. Er hat schon viel einstecken müssen heute. Auch die Attacke bei der Ringerparade ganz am Anfang. Whip ihn jetzt, Reversal, nein, doch nicht. Dropkick. Aber Davis fällt nicht. Das Publikum feuert Peter White an hier. Knieschläge jetzt. In den Bauch von Davis. Und da hebt er ihn aus. Oh nein, hebt er nicht. Eins. Zwei. Ah, da dachte ich, das war's schon fast. Hat ihn minimal hochheben können, aber dann ging's sofort nach unten. Jetzt ist Davis wieder. Also er dominiert das Match fast komplett durchgehend. Suplex und der sitzt auch. Eins, zwei. Und wieder kommt er knapp raus. Jetzt dreht er nur noch die Schulter auf die Seite. Also, es wird schwer. Es wird schwierig für Peter White hier bestehen zu können. Es geht heute um keinen Titel. Es geht einfach nur um die Ehre, würde ich mal sagen. Hier in Reisenberg natürlich das Heimpublikum von Peter White. In Norddeutschland würde es andersrum aussehen. Jetzt lässt er sich doch sehr viel Zeit, Davis. Peter White hat hier die Möglichkeit, sich zu erholen in der Ecke. Da ist er zu... Au, zu langsam. Und jetzt Big Boot von Peter White. Mit der letzten Kraft hebt er hier die Beine, beziehungsweise das Bein nach oben. Und jetzt holt das Publikum. Humpelt, aber schon stark. Whipping in die andere Ecke. Wieder ein Reversal. Und sogar... Da vertut er sich. Er ist schon am Ende. Er ist schon ziemlich am Ende. Wollte hier die Ric Flair Konteraktion zeigen. Und wieder setzt er nach. Headbutt jetzt. Ja, der tut beiden weh. Kommt jetzt sein DDT. Ja, es scheint, er kommt und er kommt und er sitzt auch. Und zum ersten Mal in diesem Match ist Davis am Boden. Und jetzt muss er nachsetzen. Pin 1, 2, aber das kann nichts werden. Und es wird auch nichts. Na klar, der DDT setzt nach. Und setzt ihm zu, vor allem. Davis, aber diese Schulterung hier war ziemlich leicht. Und er hat da kein Bein eingehakt, hat sich nicht mit dem ganzen Körper draufgelegt. Aber wie auch. Er ist ja selber schon am Ende seiner Kräfte, Peter White. Und wieder ist Davis da und hebt seinerseits White hoch zum Bodyslam. Der switcht nach unten und hebt hier Davis hoch. Es hat nicht ganz funktioniert, aber er hat ihn zumindest auf den Rücken werfen können. Und bei dem Körpergewicht, jetzt ist das Publikum da. Bei dem Körpergewicht spürt man einen Slam doppelt so gut. Was ist jetzt los? Davis ist draußen. Bleibt dran, Peter White. Er springt nach draußen, aber Davis hat ihm da kommen sehen. Peter White hat das allerdings auch abgebrochen. Und somit ist Davis wieder da, denn er hat seinerseits White nach unten gezogen. Ich glaube, der ist jetzt am Ellenbogen geflogen, denn den hält er sich. Was mit Davis? Jetzt nimmt der Anlauf. Wenn der nach draußen springt, sehe ich schwarz für die erste Reihe. Zum Glück, ja. Da hat Davis gesehen, dass White wieder nach oben kommt und White hat seinerseits zugeschlagen. Also da geht's drunter und drüber. Es ist ein hartes Battle hier.
Ich werde jetzt da fast die Maske runterreißen. Was auch eine Demütigung für Davis wäre, denn er will sich nicht zeigen hier in der Öffentlichkeit. Er kämpft immer nur mit Maske, und zwar international. Sagt er, steh auf hier und wirf Davis auf einen Stuhl, Headbutt. Auch Michael Schweiger, der Ringrichter, ist hier. Der muss sich natürlich vergewissern, dass sich hier niemand verletzt und dass es nicht zu hart zur Sache geht. Klatscher hier auf die Brust und schöne harte Vorarms. Die Maske, denke ich, lindert diese Vorarms etwas, aber trotzdem harte Schläge. Wo geht er jetzt hin? Jetzt muss er dranbleiben. Ja, wieder ein Bauchschlag von Davis. Das ist heute die Schwäche von Peter White, dass er da immer wieder das Publikum als Unterstützung holt. Was ja einerseits gut ist, aber es lenkt natürlich den Fokus ab von Davis. Was ist jetzt los? Sie gehen hier auf die Bühne nach oben. Und Schweiger, der Ringrichter, sagt, zurück hier in den Ring. Es ist kein... Oh mein Gott, will er ihn hier runter suplexen? Also wenn er das durchzieht, ist das Ende für Peter White. Und er kann ihn zweimal blocken. Jawohl, stoßt ihn jetzt runter. Oh, der geht ins Gesicht. Kniestöße ins Gesicht. Vorarm, aber den kontert er wieder. Ja, das wäre es gewesen. So, wenn einer der beiden hier runterfliegen würde, dann ist es vorbei. Aber jetzt geht's wieder nach unten, und zwar auf die sanfte Tour, wohlgemerkt unter Anführungszeichen. Ja, White ist stark angeschlagen, schon länger, aber es wird natürlich nicht besser. Mit letzter Kraft kommt er immer wieder zurück. Oh, bam! Da geht's an die Wand, beziehungsweise Rollo hier. So, und jetzt sind sie wieder zurück im Ring. Nach diesem Brawl draußen hier, inmitten des Publikums. Der Abend geht schon sehr lange. Es ist das allerletzte Match hier. Und Davis geht aufs dritte Seil. Peter White ist jetzt da wieder mit Vorarms und das Publikum ist voll dabei. Peter White bleibt dran. Und er nimmt Anlauf. Was kommt? Wieder ein harter Ellbogen hier auf den Kopf von Davis. Und jetzt will er ihn runterwerfen. Geht hier aufs zweite. Wird das wieder der Superplex, den er schon einmal gezeigt hat beim Bratercatch? Nein, er entscheidet sich um. Er greift ihn hier und... Bam! Slam von Peter White gegen Davis. Und jetzt bleibt er dran und pinnt ihn hier mit Beineinhaken. Eins, zwei... Drei, nein, nicht drei. Davis kommt wirklich raus und Peter White ist genauso fassungslos wie die Leute im Publikum und auch ich. Wie hat er das geschafft? Wie kann er diesen Slam vom dritten Seil überstehen? Bei der Schulterung ist es ja so, dass den meisten hier die Luft fehlt und sie deshalb hier nicht in Kürze rauskommen. Aber Davis fehlt hier gar nichts. Er ist zwar etwas angeschlagen, aber Dropkick jetzt auch. Aber er ist ausgekommen aus der Schulterung, aus dem Pin von Peter White. Der nimmt jetzt Anlauf. Dropkick, aber... Ja, das hat er gut ausgenutzt. Davis, da hat er den Ringrichter. Oh mein Gott, was für ein Tiefschlag mit ausgestrecktem Bein. Da hat er den Ringrichter zu Boden geschlagen und sit down, Body Slam. Jetzt ruft er den Ringrichter. Eins, zwei. Oh. Also hier geht's drunter und drüber. Wahnsinn. Zuerst dachte ich, Peter White ist der fixe Sieger nach diesem Slam vom dritten Seil. Und jetzt sieht's genau andersrum aus oder sah es andersrum aus, denn mit diesem unfairen Tiefschlag, den der Ringrichter nicht sehen konnte, mit dem Tritt zwischen die Beine von Davis gegen White und dann die Sit-Down-Bomb mit diesem Bodyslam, Falcon Arrow ähnlich, ist das
absoluter Hammer, dass Peter White hier trotzdem draußen ist, aber er hält sich noch Teile des Körpers, die mir wehtun, und da gibt's schon mehrere. Und ich glaube, Peter White sagt jetzt hier nein. Ja, jetzt sagt er, es reicht ihm, es reicht ihm. Die Schläge verpuffen, Peter White ist da. Jetzt dreht er auf. Und das ist die Aggression nach dem Tiefschlag wahrscheinlich. Wenn dieser Schmerz mal weg ist, denkt er sich, nein, mir reicht's. Und jetzt holt er hier aus. No, noch ein harter Schlag. Whip ihn jetzt. Jetzt geht's zum Finale. Komm, Peter White, whip ihn. Duckt er sich bei der Clothesline. Crossbody. Oh, Konter. Eins, zwei. Das ist wirklich das Ende. Ich kann's gar nicht glauben. Es ist vollbracht. Davis hat gewonnen mit dieser Konteraktion aus dem Crossbody und das Publikum ist genauso sprachlos wie ich. Das ist... Also ich bin einfach nur sprachlos. Also gerade wo Peter White am Schluss auftritt und hier zeigt, dass ihm nichts schmerzt und er das Match für sich entscheiden will, gewinnt hier Demolition Davis. Und ich träume nicht, das ist wirklich wahr. Unglaublich. Und jetzt geht auch noch auf Peter White los. Also der kann nicht genug kriegen. Ich glaube, Peter White ist hier auch verletzt. Oh, da kommt Lohan zum Ring. Ludi Lohan kommt hier zum Ring. Will Peter White unterstützen. Wow, was für eine Clothesline. Hammerhart und auch Team Turbulenz kommt hier zum Ring. Was für ein Ende. Und Demolition Davis gewinnt hier wirklich gegen Peter White. Ich verabschiede mich aus Reisenberg mit vier Wrestler im Ring, die hier die Unterstützung des Publikums kriegen. Und mit Demolition Davis, der als Sieger diese Halle verlässt. Ich bin